Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu HWK TV. Umweltschutz und Energiekosten werden immer wichtigere Themen. Und da leisten auch gerade die Heizungsbauer einen wichtigen Beitrag in Bezug auf Modernisierung, Reparatur und Wartung. Und da haben wir sogar noch ein paar Tipps, wie Sie Ihre Energiekosten senken können. Umweltschutz, der Einsatz regenerativer Energien und die Reduzierung der Heizkosten. Das sind gerade aktuelle Top-Themen, die nicht zuletzt wegen der stark gestiegenen Preise von Brennstoffen in den öffentlichen Fokus gerückt sind. Für Experten wie Gerd Muscheid aus Neuwied, zweifacher Handwerksmeister und Juniorchef im Familienunternehmen Muscheid Heiztechnik, Zeiten, in denen nicht nur seine handwerklichen Fähigkeiten als Heizungsbauermeister gefragt sind, sondern auch die als Berater. Mit einem breit aufgestellten Angebot kann das Neuwieder Unternehmen dabei auf ganz verschiedene Ansprüche der Kunden eingehen, ob in der Solarstromgewinnung oder dem Aufbau eigener Kraftwerke, wie diesem im Keller. Mit der Montage von Blockheizkraftwerken hat das Handwerksunternehmen einen interessanten und zukunftsträchtigen Markt erobert. Hier wird auf kleinstem Raum gleich auf zwei Wegen die Energieversorgung sichergestellt. Ja, das ist also ein ganz einfaches Prinzip. Wir haben hier einen Motor drin. Letztlich, das kennt jeder aus dem Auto. Nur das, was da im Kühler passiert, das leiten wir hier als Abwärme quasi in die Heizung herein. Und mit der Bewegungsenergie treiben wir einen Generator an. Und der erzeugt also den Strom, der im Haus verbraucht werden kann. Solche Blockheizkraftanlagen lassen sich auf die individuellen Verhältnisse der Kunden dimensionieren und können den Verbrauch vom Mehrfamilienhaus bis zum Krankenhaus oder Schwimmbad abdecken. Und wer denkt, solch ein Kraftpaket im Keller würde unendlich viel Krach machen, der sollte jetzt einmal ganz genau hinhören. Leise, effektiv und sparsam, obendrein dank Erdgasverbrennung auch noch besonders sauber. So sieht diese Generation moderner Versorgungstechnik im Keller aus. Hoch aufs Dach geht es nun dorthin, wo die Reste der Verbrennung den Schornstein verlassen. Das Bild vom Schornsteinfeger als rußverschmierten, über Dächer hüpfenden Glücksbringer war gestern. Heute ist es ein moderner Handwerksberuf, bei dem sich die Frauen und Männer mit modernen und komplexen elektronischen Steuerungen und Brennwertgeräten auskennen müssen. Ein Traditionshandwerk im Wandel der Zeit, dafür steht auch das Schornsteinfegerhandwerk. So wie sich die Heizverfahren geändert haben, unterliegt auch dieser Beruf einer permanenten Weiterentwicklung. Der Einsatz moderner Diagnose- und Messgeräte zählt heute ebenso dazu wie die Arbeit zum Kehren auf dem Dach. Dank Periskop und Mikrokamera können die modernen Schornsteinfeger von heute auch einfach und schnell das Innenleben der Heizanlagen checken. Schornsteinfegermeister Horst Evens aus Oberhonnefeld erklärt, wie sein Alltag aussieht. Zu einem großen Teil, es differiert ein bisschen in den Stadtkehrbezirken auch und natürlich zwischen dem ländlichen Bereich, weil wir im ländlichen Bereich einfach noch wieder verstärkt auch mit Holzbrandfeuerstätten zu tun haben. Insofern kann man eigentlich so sagen, so hälftig Überprüfungs- und Inspektionstätigkeit und die andere Hälfte noch die klassische Kehrtätigkeit im vorbeugenden Brandschutz. Das Berufsbild der Schornsteinfeger macht auch längst nicht mehr hinterm Ofen oder am Abzug halt. Sie sind auch Berater für einen effizienten Energieeinsatz, bieten Verfahren an, mit denen die Schwachstellen am Haus erkannt werden, durch die im wahrsten Sinne des Wortes das Geld aus dem Fenster fliegt. Es sind auch schon einzelne Schornsteinfegerbetriebe, die sich auch dahingehend weiterentwickeln, dass sie also auch komplette Energieberatungen anbieten im Kontext auch mit Energiepass und auch Dinge in Sachen Gebäudemesstechnik, zum Beispiel Blower-Door-Prüfungen, Gebäudedichtigkeitsprüfungen also oder auch Thermografie. Wichtig, so der Tipp aus dem Handwerk, sind die permanente Wartung und Kontrolle der Heizanlagen. Damit verbinden sich Kostenkontrolle und Einsparpotenziale wie auch der Sicherheitsaspekt. Doch bei aller Hightech und Veränderungen der beruflichen Ansprüche, auch im Schornsteinfegerhandwerk, die Kleidung und das traditionelle Reinigungsgerät sind untrennbar mit diesem Handwerk verbunden. Ich glaube, zu dem Zwecken nehme ich es mal von meiner Schulter, damit ich es besser erklären kann. Also das ist ja eigentlich mit eines der ältesten Geräte, die wir bei uns in der Betriebsausstattung haben. Dieses Ganze hier, was Sie hier sehen, das nennt man einen sogenannten Kugelschlagapparat.
Sie sehen das hier unten einmal mit der Kugel. Meistens ist sie gummiert, heutzutage gummiert, weil wir heute natürlich auch Abgasanlagen haben, die einer eigenen Handhabung bedürfen, damit sie schlechtweg beim Kehrvorgang nicht kaputt gehen auch. Ja, und dann als weitere die sogenannte Kehreinlage, die wir natürlich in verschiedenen Größen vorhalten müssen, weil die Schornsteine unterscheiden sich schon in ihren Innenquerschnitten auch und wir können halt nicht mit einer kleinen Einlage in einen großen Schornstein fahren oder auch umgekehrt genauso wenig. Eine andere, gern gepflegte Tradition ist der Schornsteinfeger als Glücksbringer. Einen kleinen Boten hat Horst Evens für seine Kunden immer am Mann. Sollte bei Ihnen zu Hause mal über die Feiertage die Heizung ausfallen, hat das Handwerk einen Bereitschaftsdienst eingerichtet, der rund um die Uhr für Sie da ist. Und rund um die Uhr können Sie auch ins Internet gehen auf hwk-tv.de. Dort können Sie nochmal alle Sendungen anschauen und jede Menge Wissenswertes rund ums Handwerk erfahren. Somit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ihre Katharina Buch.